Heute ist der 17. März, das heißt, es ist wieder St. Patrick's Day. Um den St. Patrick's Day als Feiertag soll es aber heute nicht gehen. Darum geht es vielleicht mal in einem anderen Video im nächsten Jahr oder so. Heute soll es vor allem um den Klee als Pflanze dienen, der ja vor allem in der Tradition des St. Patrick's Days eine wichtige Rolle spielt. Und der Klee ist viel mehr als nur die Pflanze des Glücks. Es ist auch eine Heilpflanze, die ganz viele andere coole Funktionen hat. Und vielleicht kommt daher auch der Zusammenhang, dass er als Glückspflanze verstanden wird. Was am Klee so besonders ist, das erfahrt ihr heute in diesem Video. Und damit willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ursprünglich war dieses Video erst das 100. Video aus meiner Heilpflanzenreihe geplant. Leider habe ich das zeitlich nicht geschafft, deshalb ist es nur das 99. Video. Aber das ist auch eine coole Zahl. Ja, weil 99 ist zweimal die 9 und die 9 ist die Zahl der Natur, weil die 9 nicht nur als Fibonacci-Zahl und als Zahl zur Darstellung der Fibonacci-Zahl und so weiter eine wichtige Rolle spielt, sondern sie kommt auch in der Natur, in vielen Bereichen sehr häufig vor, dazu aber auch vielleicht ein anderer Mal. Bevor wir in das Thema Klee einsteigen, atme vorab natürlich der obligatorische Einleitungstext. Warum mache ich das Ganze überhaupt? Ich bin der Meinung, dass in einer Welt, in der Umweltschutz und Nachhaltigkeit immer mehr Bedeutung gewinnen, auch die Bedeutung von Heilkräutern wieder wichtiger wird, weil die Nutzung von Heilkräutern Teil eines nachhaltigen und umweltbewussten Lebensstils sein kann. Zudem ist durch eine Vielzahl an Skandalen das Vertrauen in die klassische Medizin, die vielfach nur noch auf synthetische Stoffe schwört, stark gebrochen, sodass es wieder wichtiger wird zu wissen, was man mit Heilkräutern und gesunder Ernährung alles bewirken kann. Und das soll Ziel dieser neuen Reihe auf meinem Kanal sein. In der Regel erscheint nach aktuellem Tonus jeden zweiten Samstag im Monat um 20 Uhr auf meinem Kanal ein neues Video aus dieser Reihe. Und am Ende jedes Videos, so auch am Ende von diesem Video, gibt es eine Playlist mit allen Videos, die in dieser Reihe bereits erschienen sind. Kommen wir damit letztlich zum Klee. Jeder von euch kennt den Klee. Ich sitze ja heute auch mal in einer schönen Kleewiese, auch wenn der Klee erst meistens von Mai bis August blüht, aber ich bin ja der reisende Raumplaner, ich kann auch mal wohin reisen, wo er schon jetzt blüht. Willemoserei, mal kurz so ein paar Takte. Es handelt sich um eine mehrjährige krautige Pflanze, die 10 bis 60 cm hoch werden kann und jeder kennt ihn. Am bekanntesten sind Rotklee und Boxhornklee mit ihren roten bis lilafarbenen Blüten. Es gibt aber auch Weißklee mit weißen Blüten. Ganz bekannt sind natürlich auch die berühmten rund geformten Kleeblätter, die meistens 2- bis 3-blättrig sind. Und tatsächlich sind die 4-blättrigen Kleeblätter extrem selten und kommen so in der Form auch nicht bei allen Kleesorten vor. Aber deshalb ist es auch immer ein Glücksfall, wenn man sie mal findet. Kommen wir nun zur medizinischen Wirkung und zur Heilwirkung von Klee. Klee produziert sogenannte Phytoöstrogene und wirkt daher wie eine Antibabypille bei Frauen. Löst man ihn in hoher Konzentration quasi in Wasser und nimmt ihn dann zu sich, kann das dazu führen, dass bei Frauen eine Scheinschwangerschaft erzeugt wird, ähnlich halt wie bei der Antibabypille, und dadurch Schwangerschaften verhindert werden können. Das wird vor allem bei vielen Tieren immer mal wieder eingesetzt und auch beobachtet, dass Tiere, die sehr viel Klee essen, seltener schwanger werden. Und interessant finde ich hierbei übrigens auch, dass möglicherweise bereits in früheren Zeiten viele Menschen in Europa dies auch deswegen als Empfängnisverhütung genutzt haben. Man muss aber natürlich dazu sagen, man hat bei solchen Sachen nie eine 100%ige Garantie. Deshalb, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, sprecht das immer mit eurem Arzt, eurer Ärztin oder eurem Heilpraktiker oder eurer Heilpraktikerin eures Vertrauens oder auch der Apotheke eures Vertrauens ab. Ja, dazu habe ich auch, wie bei allen Videos in dieser Reihe, auch nochmal einen ganz klaren Disclaimer unten in den Videos. Unten in der Videobox, also Infobox, ihr wisst, was ich meine. Darüber hinaus hilft Klee eben gegen ganz viele andere Sachen. Unter anderem hilft Klee gegen Kopfschmerzen, bei Erkältungen und Schüttelfrost, gegen Verstopfung, bei Rheuma und Gicht, gegen manche Vergiftungen und gegen viele Beschwerden in den Wechseljahren. Darüber hinaus hilft Klee auch bei Schlafproblemen. Außerdem wirkt Tee tonisierend, schmerzlindernd, wundheilend, antitoxisch und appetitsteigernd.
Das heißt, es ist eine wahre Wunderpflanze, bei der es sich durchaus noch mal lohnt, sie ab und zu im Salat zu essen. Ach ja, apropos Salat, es handelt sich bei dem Klee um ein wahres Superfood, weil er eben auch viele wichtige Energiestoffe enthält. Unter anderem enthält er Isoflavone, Proteine, ätherische Öle, Gerbstoffe und Glykoside. Ja, und ist damit gut dafür, dass die Verdauung gut funktioniert, dass der Kreislauf gut funktioniert, ja, und schützt auch präventiv vor vielen Dingen. In welcher Form kann man Klee jetzt zu sich nehmen? Wie schon angedeutet, man kann 3 Teelöffel des Krautes in so einer 50 Liter Wasser lösen, dann lässt man das 1 Stunde lang ziehen und abseihen und trinkt das dann vor dem Essen quasi als Tee. Ja, und das hat verschiedene Wirkungen, vor allem auf die Verdauung. Man muss natürlich bei der Menge und der Konzentration immer täglich aufpassen, weil es ja auch gerne noch eine Nebenwirkung gibt. Denn wenn man zum Beispiel als Frau schwanger werden will, sollte man schauen, das nicht in zu großen Mengen zu sich zu nehmen. Tatsächlich kann man Klee heutzutage auch vielfach als Sirup und Tee im Geschäft kaufen, wo die Konzentrationen dann gut angepasst sind. Ja, und dann ist es eben fördernd für die genannten Dinge. Zudem findet man sie häufig heutzutage auch in Apotheken als Kleekapseln. Könnt ihr gerne mal nachfragen, habe ich aber selber noch nicht ausprobiert. Darüber hinaus kann man Klee nicht nur im Salat essen, wie eben angedeutet, sondern auch als Alternative zu Kresse auf Brot. Und natürlich sollte man aufpassen, wenn man Klee direkt aus der freien Natur pflückt, wenn man da letztlich nie weiß, was da dran ist. Grundsätzlich sollte man ihn aber immer abwaschen. Ja, idealerweise kauft man sowas schon im Supermarkt. Gerade jetzt in der Jahreszeit gibt es in vielen Supermärkten oft auch sogenannte Frühlingssalate. Da ist dann neben Gänseblümchen und Sauerampfer oft auch Klee enthalten. Apropos zu Sauerampfer und Gänseblümchen habe ich hier in meiner Heilpflanzenreihe bereits Videos gemacht. Diese beiden Videos findet ihr hier in der Playlist, die ich jetzt hier am Ende verlinke. Wenn ihr noch Fragen zum Thema Klee habt, schreibt mir gerne unten in die Kommentare. Abschließend möchte ich noch kurz einen Satz sagen, warum meiner Meinung nach Klee wahrscheinlich nicht als Glückspflanze etabliert hat. Abgesehen davon, dass es immer ein Glücksfall ist, dieses berüchtigte vierblättrige Kleeblatt zu finden, war der Klee halt schon seit dem Mittelalter, wenn nicht sogar schon in der Antike, eine Pflanze, die dafür stand, ja, dass man schnell viele Aspekte der Gesundheit damit beheben und benutzen konnte, eben ein sogenanntes Superfood. Ja, das heißt, wer viel Klee gegessen hat, hatte das Glück eines langen und zufriedenen und gesunden Lebens. Und damit hat sich dann letztlich diese Wirkung auf die gesamte Pflanze ausgewirkt. Ich hoffe, euch hat mein Video zu Klee heute gefallen. Ich wünsche euch einen schönen St. Patrick's Day. Naja, der Tag endet ja schon bald. Es ist ja mittlerweile nach 20 Uhr, wenn ihr das Video schaut. Falls ihr das Video nach dem St. Patrick's Day schaut, sage ich an dieser Stelle schon mal, wenn ihr mehr zum St. Patrick's Day wissen wollt, abonniert den Kanal. Nächstes Jahr am 17.03. plane ich dann mal ein Video, wo ich ein bisschen was darüber erzähle, was der St. Patrick's Day überhaupt ist und was es damit auf sich hat. Aber bis dahin habe ich ja noch ein Jahr Zeit. Ich sage wie immer, tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ach ja, vielleicht sind wir den einen oder anderen von euch zunächst mal auf einer Blumenwiese mit ganz viel Klee. Ciao!